Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Gwent mit Paxis. Ich hätte echt gedacht, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich in Stufe 4 sind, aber wir haben jetzt so viele Spiele verloren in der letzten Zeit. Auch gegen nicht. Oh Gott, auch gegen nicht solche Decks. Auch gegen nicht Wasserdecks. Oder Wettereffekt-Decks. Haben wir jetzt so oft verloren. Das darf halt nicht passieren, weil gegen die scheiß Wettereffekt-Decks verliere ich ja schon. So, Tagesanbruch ist gut. Schwalbe ist auch gut, weil da bekommen wir auch jemanden geboostet, der vom Wettereffekt betroffen ist, genau wie Hun. Adrenalinrausch ist wichtig. Hau gegen Speer. Oh Gott, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Geralt ist auch gut. Oh, das ist heftig jetzt. Das ist schwierig. Das ist richtig schwierig jetzt. Blitz, Blitz, Blitz. Ich überlege gerade, ob ich den Blitz ernsthaft ablege. Wobei der halt auch mein Kombo-Turm nicht da ist. Ich glaube, ich lege den hier noch ab. Wir haben nicht genügend Einheiten. Aber wobei, wenn wir die dann ziehen, ist es zum Boosten wieder mal nicht schlecht. Ich probiere es. Es ist ein riskantes Startdeck. Es ist ein riskantes Startdeck, aber ich riskiere es. Ich probiere es. Mal gucken. Willst du mich kitzeln? Immun gegen Wettereffekt. Da hat jedes Mal drei Stärke, wenn Wettereffekt gespielt wird. Da muss er den ja erstmal ausspielen, den Wettereffekt. Also den jetzt mit Blitz zu zerstören, wäre glaube ich Verschwendung. Wenn er seine Wettereffekte jetzt in der ersten Runde raushaut, hätte ich auch nichts dagegen. Im Gegenteil, das würde mir natürlich sehr entgegenkommen. Ja, es ist schwierig für ihn, weil er jetzt nicht weiß, was er machen soll. Er spielt Sochwetter-Effekt aus, direkt in der ersten Runde. Interessant. 16-14. So, und wenn ich das ausspiele, wird ihn das kaum stören. Wird ihn das kaum stören. 9-10, aber ich habe eine Karte mehr als ihm. Es hat mich das wirklich beruhigt, keine Ahnung, aber ich habe eine Karte mehr. Ich kann nur auf Boost, Adrenalinrausch, also ganz, ganz crazy. Wenn ich Glück habe, aber das Ding ist, er muss seinen Frost ja nicht gleich ausspielen. Er kann erwarten, dass ich meine Karte geboostet habe und dann Frost ausspielen. Das ist halt das große Problem. Oder halt Nebel, je nachdem, was halt gerade... Er hat aber auch ziemlich viel Glück, dass die Karte da liegen bleibt, muss ich zugeben. Ich glaube, jetzt können wir sie mit Blitz zerstören, oder? Weil wenn die auf 9 geht, bekomme ich sie nicht mehr kaputt. Und wahrscheinlich hat er nicht so viele Einheiten, die da hinten liegen. Mehr hier vorne, denke ich. Da wird Priscilla eher hier vorne landen. Oh, fuck. Ja, wie gesagt, der Nebel, das Problem ist einfach, die Wettereffekte machen die Boosts kaputt. Das ist das größte Problem. Okay, er will also nochmal Nebel ausspielen. Jetzt ist die Frage, er bekommt 3 dazu, er 1 pro Runde. Er boostet ihn mit Schwalbe, damit ich ihn nicht kaputt machen kann. Ich habe auch keinen Verbrennen, von daher egal. Immun gegen Frost, verringere die Stärke einer zufällig gewählten gegnerischen Nicht-Goldeinheit jedes Mal um 2, wenn eine wilde Jagdeinheit auf deiner Seite erscheint. Oh, scheiße. Ich habe nichts dagegen. Fuck. Die ist mächtig, die Einheit. Ja, das war mir klar, aber was soll ich machen? Oh, es ist so kacke, dass er die reduzieren kann. Es kotzt jetzt schon ab, ey. Ich muss mich auf 2 Linien konzentrieren. Sehr gut, perfekte Karte. Wenn ich 2 Sachen habe, die ich steigern und boosten kann. Nun gegen Frost, generiere einen Frosteffekt und 2 Hunde. Oh, fuck, ey. Und er kann auch mal Nebel holen, wenn er will.
Was willst du von mir? Na, das ist egal, wir haben Priscilla. Ich muss kurz nachdenken, meine kleinen verrückten Hunde. Spielt jetzt schon gutes Wetter aus, dann habe ich zumindest den Vorteil, dass er wahrscheinlich das ausspielt. Aber ich will ihn ja eigentlich dazu bringen, dass er... Oh, lila, lila, lila. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich die drei booste, dann spielt er mit Sicherheit den Nebelspaß da aus. Das will ich ja eigentlich erzwingen. Ja. Wobei, ich kann auch die beiden boosten und ihn. Und Philippa haben wir auch noch. Ja, Baby, zieh das Ding, komm. Ah, nice, damit habe ich gerechnet, das hatte ich gehofft. So, jetzt spielen wir unseren Tagesanbruch aus. Oder brauche ich den für die letzte Runde? Brauche ich den für die letzte Runde? Nee, es ist so oder so egal, glaube ich. Oh, Zusammenkunft, okay. So, welche Karte boosten wir jetzt? Welche Karte boosten wir jetzt? Wenn wir hier das Horn anwenden, haben wir 4, 8, 7, 9. Wenn wir hier das Horn, ja, wir boosten lieber die Karte. Wobei, wenn wir die boosten, dann verdoppelt die ja nochmal 1, 2, 3. 3 extra. 8, 9. 14, es sollte sogar besser sein. Und wir schützen halt wieder vor Verbrennen. Immun gegen Frost. Für, oh, was für ein Assi, ey. Verringere die Stärke einer gegnerischen Einheit um 3 und die Stärke aller anderen Einheit um 1. Jetzt gehen wir hier auf 10. Oh ja, komm, übertreib's. Zerschmettert das Gehirn! Ich habe halt immer noch Philippa, das ist halt das Gute. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt es von dir nichts mehr einzusammeln. Oh, bitte mach jetzt keinen Dreck, ey. Was kann das? Ah, erhöhe alle anderen Einheiten auf dem Schlachtfeld um 2. Sind da jetzt meine auch mit geboostet worden? Ach ja, weil er mehr hat. Aber das macht ja nichts, weil... Tut mir leid. Oh Gott, ein Punkt. Guckt euch das an. Ich habe um einen Punkt besser. Oh Gott, das habe ich gar nicht ausgerechnet. Wie geil ist das denn? Oh, ist das geil. Ich gewinne um einen Punkt. So nice. Philippa, I love you. Und er erhält eine Einheit. Sehr geil. Und ich habe jetzt einfach mal 30 und wir haben beide eine Karte gezogen. Also wenn er das gewonnen hat, dann weiß ich auch nicht. Verdammte Anderlinge. Ja! Oh, war das knapp, ey. War das geil. So. Richtig nice. Oh, um einen einzigen Punkt. So geil. Richtig, richtig geil. Oh. Und wir haben gegen ein Wetterdeck gewonnen, gegen ein Wetterdeck, meine Freunde. Sehr geil, aber ich habe es auch taktisch schlau gespielt, glaube ich. Und ich habe ja Glück und der hat kein Wetterdeck. Okay, Sanitäter und Rufer. Mal wieder Philippa, die haben wir zurzeit aber oft. Ich glaube, einen Rufer brauchen wir nicht. Boosty. Das ist, glaube ich, okay.
Sanitäter, Sanitäter brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Ah, Speer ist ganz gut. Jäger ist ganz gut. Ich glaube, so lasse ich's. Oh, wir haben keinen Rausch. Ne, dann lege ich das hier ab. Ja, da ist der Rausch. Geil. Und wir haben ja alle Möglichkeiten. Ich glaube, ich spiele erst die und dann die. Oder vielleicht sogar Sheala, wenn wir damit eine gute Combo kaputt bekommen. Okay, wir haben kein Zerfetzen. Hebe ich mir, glaube ich, Sheala auf. Aber das riecht ja schon wieder nach Frost, fällt mir gerade ein. Das riecht ja schon wieder nach Frost, verdammt nochmal. Das riecht da schon wieder nach Frost, 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 Frost. Kann ich es mir leisten, die Runde abzugeben? Kann ich es mir leisten, die Runde abzugeben? Wenn ich jetzt noch eine 8. Einheit ausspiele, dann sind wir gerade mal bei 16. Das ist schwierig. Aber ich brauche noch eine Runde Zeit. Ich muss noch mal gucken, was er macht. Wenn er abgibt, können wir einfach gewinnen. Wenn er jetzt noch eine Karte ausspielt, dann gebe ich es, denke ich, ab. Wenn er Frost ausspielt, optimal. Weil dann ist sie für die nächste Runde weg. Oh, das sind sogar drei verschiedene Bilder, sehe ich gerade. Er spielt Verbrennen aus. Auch das ist geil, dass ich die Karte ziehen konnte. Sehr gut. Dann wird er meine Geboostete nämlich nicht kaputt machen können. Das ist nicht so einfach. So, er behält eine 7er, ich eine 9er. Das ist fair. Oh, ich bekomme den nochmal. Okay. Und wir können uns was wiederholen, wenn wir möchten. Ich würde halt gerne jetzt umhautigen Speer aufbauen, aber wir haben halt noch zur Not, ne? So, ich glaube, ein Blitz hebe ich auf. Die Karte ist gar nicht so gefährlich. Die zieht einfach nur Sonderkarten, aber die ist nicht so krass. Fuck, ich hätte natürlich Tagesanbruch einmal behalten sollen, weil der hat natürlich trotzdem eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er ein Wetterdeck hat. Das war dumm von mir, fällt mir gerade so ein. Wenn er jetzt Nebel ausspielt, ist auch nicht so schlau, aber ich habe ja die andere Karte noch. Ah, zerstört sie, okay. Puh, soll ich jetzt schon die Wilden rufen? Na, mal gucken, was kommt. Frost, nicht so angenehm, weil wir haben nichts dagegen, aber das macht nichts. Wir sind minimal in der Lage, das zu kompensieren. Minimal, minimal. Oh mein Gott. Eigentlich fast gar nicht. Boah, ich glaube, das werde ich verlieren und durch eigene Doofheit, weil wenn ich jetzt Tagesanbruch gehabt hätte, wäre alles easy gewesen. Ich werde es schön durch eigene Dummheit verlieren. Ja, durch eigene Dummheit. Oder noch Nebel. Wie gesagt, Tagesanbruch muss ich halt behalten. Er hat auch nur noch drei Karten, aber halt die Zehner dann noch dahinter halten. Das ist halt doof. Oh, er passt, er passt, er passt. Interessant. So, jetzt muss ich noch was machen. Ich glaube, ich muss den Blitz ausspielen. Wenn ich ihn ausspiele, gibt es eins.
Oh, so lächerlich, ey. 14 Angriffspunkte. Er hat noch zwei Karten. Ich habe auch noch zwei, oder? Ne, er hat drei, okay. Oh, Horn, Horn. Aber wenn er jetzt natürlich. Wenn er jetzt natürlich Dingens hat. Aber oh, ist Priscilla schon. Priscilla, sage ich schon. Philippa schon wieder Dead Draw oder was? Am Anfang ist es nie passiert. Er hat keinen Nebel, sonst hätte er logischerweise Nebel ausgespielt. Er hat immer noch seine 10er Einheit. Hoffentlich spielt er die mal bald aus. Ach, scheiße, ich habe ja nur noch eine Runde. Das heißt, das war's. Ich kann die nicht ausspielen. Ja, das war's. Er gewinnt. Bringe die Stärke einer gegnerischen Einheit um 3 und die Stärke aller anderen. Ja, das war's. Braucht nur seine 10er Einheit ausspielen, dann steht's hier 23, 20. Okay, er muss also weiterspielen. Da gibt es dann aber auch kein gutes Spiel von mir, wenn man das macht. Ja, mein Fehler war definitiv, den Tagesanbruch nicht drin zu lassen. Ich weiß nicht, wie er geritten hat. Da war ich wieder nicht konzentriert genug bei der Handkartenauswahl, weil Tagesanbruch gegen Monsterdeck Pflicht, um halt wenigstens die Möglichkeit zu haben, den Wettereffekt kaputt zu machen. Und genau in der einen Situation, wenn ich das gehabt hätte, Tagesanbruch, wäre das ganz anders gelaufen, weil dann hätte ich nämlich wieder freie Felder gehabt, hätte die wieder schön boosten können, meine Karten. Das wäre ganz anders abgelaufen. Sieht ganz okay aus. Schwalbe. Zweimal Schwalber brauche ich eigentlich ihn hier nicht. Natalis. Zweimal Blitz. Ich brauche eigentlich einmal Adrenalinrausch. Zweimal Tagesanbruch ist okay, aber Rausch wäre lieber gewesen. Ich soll beginnen. Na dann gehen wir mal auf Effekt und dann Runde abgeben und nächste gewinnen. Und übernächste. Ach so, ja, wir haben ja gar keine. Scheiße, wir haben ja gar keinen Rausch. Mein Gegner passt. Interessant. Aber die Karte jetzt mitzunehmen, wäre natürlich komplett doof. Ja. Weil ich kann die ja in der nächsten Runde wiederholen. Das ist ja das Lustige. Nicht wirklich geil nachgezogen. Aber eigentlich ist meine Hand ganz okay. Was willst du von mir? Schauen wir mal. Die Karte scheint ihm auf jeden Fall nicht so zu liegen. Halt jedes Mal drei Stärke, wenn du eine Sonderkarte ausspielst. Da muss er erstmal zwei ausspielen, bevor er auf 9 kommt. Also ich kann ja auch in der nächsten Runde erst mit dem Blitz zerstören. Das muss also noch nicht sein. Sorgen wir mal dafür, dass er jetzt hier mit Blitz nichts machen kann. Aber hat er wahrscheinlich eh nicht den Blitz. Ich überlege gerade, ich glaube, ich. Spiel erst die aus, dann spiele ich die Natalis aus und booste halt die 3. Halt durch, mein Lieber. Oh, Rausch. Er geht also davon aus, die Runde zu gewinnen, aber das will ich eigentlich nicht zulassen. So, die machen wir jetzt kaputt, weil sollte er die Runde gewinnen, soll er die auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ah, er spielt sie noch mal aus, okay. Ach, wir haben ja zerfetzen. Dann zerfetzen wir die jetzt am besten. Kombos zerstören. Und in Ruhe werden wir stärker und stärker, weil unsere Jäger immer mehr werden. Das ist eigentlich mit so die stärkste Bronzeeinheit, die es gibt, oder? Weil die 9 Stärkepunkte generiert. Mir fällt keine andere ein, die Bronze ist wohlgemerkt und 9 Stärke generiert. So, ich will ja eh nichts mitnehmen. Also boosten wir die. Ja. Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Zerfetzen, okay.
Welche Einheit doppel ich denn jetzt? Habe ich einen Friedhof. Okay. Weil wenn ich mir jetzt eine Karte hole und dann ist das die, kann ich mir nichts wiederholen. Das wäre blöd. Das wäre nicht so schön. Aber ich werde einfach versuchen, die Runde zu gewinnen, oder? Ich meine, mit Doppeleffekt, was soll passieren? Alles oder nichts? All in. Alles auf Risiko. Hat eh keinen Wettereffekt. Ja, es macht es für mich eigentlich keinen Sinn, noch eine Runde zu warten, würde ich sagen. Wieder Adrenalin rauscht, aber hä, wie geht er, wieso geht er davon aus, dass er die Runde überhaupt gewinnt? Gewinnt die doch erstmal. Sollte er sich nicht andere Karten holen? Ich überlege gerade, ob ich lieber die booste oder die booste. Es sind immerhin 4 Punkte mehr. Kann am Ende ausschlaggebend sein. Aber die boostet dann ja sich selber auch noch 3. Ja, ich nehme lieber die. Wenn er jetzt anfängt mit Wir tun, was getan wird. Verbrennen, weil er jetzt leider 3 Karten ziehen darf, dann habe ich noch eine kleine Backup. Ich bin am Zug. Gucken wir mal, was uns das Glück so bringt. Kann ich die noch mal verdoppeln? Ich glaube. Doch. Sehr gut. War mir nicht sicher, ob ich die jetzt schon mal im Friedhof hatte. Das Geile an Philippe Eilhardt ist ja auch, die kann nur in meinem Deck gespielt werden, also in nördlichen Königreichen. Bringe jedes Mal die Stärke aller Nicht-Goldeinheiten in der Reihe um 2, wenn eine Sonderkarte ausgespielt wird. Ach so, das ist natürlich geil. Um 2. Scheiße, da muss ich ja eigentlich schon wieder den jetzt boosten. Oh, verbrennen. Ich habe nie an verbrennen gedacht. Bitte nicht. Kein Verbrennen, bitte. Schwalbe, okay. Er gewinnt doch die Runde nicht. Was ist denn los mit dem? Das war's. Ah, scheiße, jetzt können wir uns nur die holen. Ach doch, wir haben ja was im Friedhof mittlerweile. Oh, das ist ja ein geiler Effekt. Haben wir gleich einiges bekommen. Wir sollten einander helfen. Ja, vielleicht gewinnt er doch. Und dann hast du natürlich mit Adrenalinrausch einen riesen Vorteil, aber ist es halt so. Wir sollten einander helfen. Ah, bitte, komm, das ist doch so viel. Wenn er 100, okay, aber. Alles in Ordnung? Es reicht nicht, oder? Es reicht nicht, oder? Es reicht nicht, nice. Sage ich doch, Adrenalinrausch. Ich verstehe das nicht. Zweimal Adrenalinrausch geholt. Also das erste Mal konnte ich es noch gerade so nachvollziehen, aber das zweite Mal war doch komplett dumm, oder? Es war doch nicht schlau, da nochmal Adrenalinrausch zu holen. So, 1090. Kommen wir jetzt mal über die 1100. Wir brauchen nur 1200 oder so. Das kann doch nicht so schwer sein. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.